Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder da mit einem Video. Ich habe echt lange keine Videos mehr gemacht und ich habe echt mal wieder Lust. Und ja, ich fange wieder an mit einem Haul. Ich habe wieder bei Dorin Beats bestellt. Es kommt auch bald noch ein Haul. Also ich werde euch auch wieder die Nummern zeigen und so weiter. Wieder jedes Mal, wenn ich jetzt etwas bestelle, auch bei AliExpress und so, ist sehr viel unterwegs. Das werde ich auch alles abfilmen. Ich werde euch alle Shops und so weiter alles verlinken. Ja. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, wieder Videos zu machen. Ich habe echt eine Weile, ich habe wirklich keine Lust gehabt, auf Videos zu machen. Ich war irgendwie ausgelaugt mit Videos. Und ja, aber jetzt mal wieder Lust bekommen. Ja. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich wieder da bin. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Zeigen. Wie gesagt, ich habe bei Dorin Beats bestellt und ich habe mir zwei Uhren bestellt, zwei Uhrenmolds. Muss mal gucken, ich denke, ich werde die auspacken. Was ich nicht wusste, ist, dass da jeweils ein Uhrwerk bei ist. Und ich brauche unbedingt noch mehr von diesen Uhrwerken. Ich weiß noch nicht, wo ich mir die bestellen kann, falls ihr einen Link oder irgendwas habt, wo man die günstig bekommt. Uhrenwerk mit Zeiger und so weiter natürlich. Könnt ihr mir gerne reinposten in die Kommentare. Wäre echt cool. Das ist erstmal die Nummer. Und ich mache das einfach mal auf. Ich habe noch nicht weiter großartig reingeguckt. Die Uhren gab es immer jeweils in zwei Größen. Und ich habe immer die größere Größe genommen. Weil die kleinere fand ich jetzt nicht so toll. Ja, hier ist erstmal das Uhrenwerk drin. Und dann ist das die Mold. Ja, ganz normal mit Zahlen. Und die andere ist mit griechischen, komme ich drauf. Ihr wisst, was ich meine. Diese griechischen Buchstaben. Nee, Buchstaben, nicht Zahlen, meine ich. Natürlich. Genau, mit den Zeichen brauche ich jetzt nicht unbedingt auspacken, denke ich. Ich zeige euch auch da die Nummer. Könnt ihr da gerne noch schauen. Hier seht ihr das eigentlich auch ganz gut, weil das von der Seite ist. Ja. Die mussten beide mal mit, weil ich unbedingt so Uhren auch machen möchte für meinen Shop. Übrigens, ich habe einen neuen Shop für meine Resin-Sachen. Ja, auf Etsy, da der Wander leider zumachen tut. Ich habe ja da sonst eigentlich bei der Wanda viel gehabt, aber ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, komplett nach Etsy zu gehen damit. Denn, und es ist auch echt extrem viel drin, es sind fast 200 Teile drin. Ich werde euch auch meinen Shop auf jeden Fall mal unten in die Infobox verlinken, damit ihr mal reinschauen könnt. Ich hoffe, dass euch die Sachen gefallen und es kommen definitiv auch bald mehr Sachen rein. Ich möchte auch zum Beispiel Material mit reinnehmen. Also so selbstgegossene Sachen, die man eben für Alben nutzen kann oder sowas. In die Richtung. Ich habe da schon ein bisschen was gegossen jetzt. Ja, aber das wird demnächst in einem kleinen Update kommen. Also ich denke mal am Wochenende oder so wird dann ein Update kommen. Ich bin fast durch mit meinen Sachen. So, und jetzt habe ich dann bei Dorin Beats Folien bestellt. Die haben nämlich auch mittlerweile so eine Folien für UV-Harz. Ich bin ja im Moment total der UV-Hartsuchti. Also ich habe da echt total Bock drauf. Habe noch nicht allzu viele Sachen gemacht, UV-Hartsmäßig, aber das kommt daher, weil ich meine alten Sachen erstmal fertig machen wollte. Ja, und das ist zum Beispiel eine Folie mit Schmetterling. Die ist echt schön und hier sind immer zwei Stück drin, was ich auch sehr nice finde. Kosten 1 noch was war das immer. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe, steht das hier drauf? Ich habe ja eine Rechnung dazu. Da steht, ist ja oft drauf. Sollte zumindest. Ich guck mal. Nee, da steht es nicht drauf. Standen nicht sonst immer die Preise drauf? Okay, dann brauche ich nicht weiter gucken. Das weiß ich jetzt so leider auch nicht, wie teuer das war. Aber so eins noch was kostet immer so ein, zwei so eine Bögen. Fand ich eigentlich in Ordnung. Ich glaube, eins in der 60er oder so. Das ist der. Dann habe ich hier so eine Meeressache. Finde ich auch hübsch. Vor allem sind hier zum Beispiel auch Bögen bei, die ich bei Ali zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe.
Das ist denn die Nummer dazu. Ich glaube, hab ich euch die Nummer gezeigt. Hier, das ist die Nummer von dem Schmetterling. Und das ist jetzt die aktuelle. Sind wie gesagt immer zwei drin. Dann habe ich hier einmal so eine Flügel noch bestellt. Die fand ich auch schön. Da sind auch natürlich zwei Stück drin. Dann, ich zeige mal erst die andere noch. Habe ich hier so Quallen in Bunt. Die finde ich auch mega cool. Ich bin im Moment auch total so, dass ich diese Wassersachen sehr, sehr gerne mache. Also das zeige ich euch aber dann im Update. Da habe ich nämlich ein paar echt schöne Teile gemacht. Und es kann auch sein, dass ich heute noch mehr mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, dann habe ich das hier, dieses Hologramm. Ich brauche mal ein weißes Blatt. Ein weißes Blatt, dann könnt ihr die Sachen, glaube ich, besser sehen. Ja, das sieht man besser so. Es ist so ein bisschen Meeressachen bei. Und ja. Mäuschen, was bist du hier? Meine Katze kommt hier schon wieder kuscheln. Christmas-Sachen, also so Weihnachtssachen sind ein paar drauf. Schneeflocken und Halloween-Sachen fand ich auch sehr cool. Sind eben auch zwei Stück drin. Ja. Und dann habe ich noch diesen. Da ist zum Beispiel auch so Sailor Moon-mäßig drauf. Oder hier die Uhren, Alice-mäßig so ein bisschen ist was drauf. Pegasus, ja. So ein paar Disney-Sachen sind auf jeden Fall mit bei. Hier eine Ariel. Das ist zum Beispiel Sailor Pluto, das erkenne ich auch. Ja. Da sind auch zwei Bögen wieder drin. Das ist die Nummer dazu. Und dann habe ich noch Wolken bestellt. Die fand ich auch mal ganz cool. So für, ja, Tagessachen. Mozi, was wird das? Das ist die Nummer, auch zwei Bögen drin. So, das waren die ganzen Folien. Das brauche ich ja dann auch nicht mehr. Mozi, ich will jetzt nicht kuscheln. Es tut mir leid, wenn ich... im Weg rumläuft. Mozi, nein, komm mal runter. Komm, los. Ups, ups. Sorry, Leute. Das ist echt keine Absicht, aber die Katze will irgendwie total kuscheln. Ich muss jetzt nur kurz warten. Ich schmeiß mal alles raus. So. Und zwar habe ich hier Molds bestellt. Und zwar so Herzchen. Und das fand ich echt cool. Da sind vier Stück für 1 Euro noch was drin gewesen. Da habe ich mir so gesagt, okay, die müssen mit. Das fand ich jetzt echt nicht teuer. Ist eben so richtig mit Anhängeschlaufe gleich dran. So ein hübsches Herzchen. Die fand ich auf jeden Fall super cool. Seht ihr auch, sind vier Stück in einem Set drin. Könnt ihr gerne nachschauen. Dann habe ich mitbestellt, das war am Wochentagessale oder Wochenendziel, eins von beiden zumindest, diese Uhren. Ja, die mussten mit. Ich wollte eigentlich noch mehr mitbestellen. Ich habe es nachher vergessen, mehr reinzutun. Ich habe die nur erstmal einmal reingemacht und wollte nachher eigentlich noch ein, zwei Pakete reintun, weil die so günstig waren auch. Aber nein, leider vergessen. So sind die mir ehrlich gesagt zu teuer für zwei Stück dort. Also, nee. Dann habe ich mitbestellt und die lagen einfach so mit drin, was ich jetzt nicht so toll fand. Ich hätte toll gefunden, wenn die eine Box wären oder so. So kleine Seesterne. Weil die sind leider jetzt viel kaputt gegangen und so. Das macht jetzt aber nicht so viel. Sind 10 Stück sind da, glaube ich, mit drin. Ich glaube, da standen 10 Stück. Ja, das sind die. Dann habe ich, das war auch ein Wochenendziel oder was auch immer das war. Irgendwas Schwarzes ist hier drin. So goldene Fassungen, diese kleinen. Da ich im Moment ja total der Goldfetischist bin, also es ist ganz furchtbar. Ich bastel so gerne mit goldenen Sachen. Ich muss auch bald schon wieder was nachbestellen, glaube ich. Weil goldene Sachen geht mir echt einiges aus. Also ich habe kein Verlängerungskettchen mehr zum Beispiel. Falls jemand
überhaupt so Schmuckmaterial, also in Gold hauptsächlich abgeben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. So, und hier ist die Nummer drauf. Das eine ist eine 6, falls ihr das nicht richtig erkennen tut. Das ist eine 6, hier sind 20 Stück drin. Da komme ich erstmal ewig mit hin. Ich habe auch dieses Paket, habe ich gerade gesehen, noch einmal zu liegen. Das habe ich schon vor Ewigkeit mal bestellt. Dann habe ich Schlüsselringe bestellt mit Kettchen in Gold. Fand ich jetzt relativ günstig. Ich glaube, es war noch was oder so. Für 30 Stück. Also ich finde, da kann man nicht meckern. Habe ich sonst noch nicht so günstig gesehen. Das sind eben so ganz normale, ich glaube 2,5 cm Schlüsselringe. Sind so diese nicht ganz so protzigen Schlüsselringe. Weil ich habe auch protzige von Doron Beats. Das kann ich euch gerne beim Update zeigen, was ich damit meine. So, und das ist dann die Nummer davon. Das sind, wie gesagt, 30 Stück. Dann habe ich mitbestellt hier goldene Bambis zum Einlegen. Die hole ich mal auch raus. Das sieht man leider so schlecht. Das sind die goldenen Bambis. Das sind so Einleger für UV-Resin. Fand ich sehr cool. Ich habe die Bambis, glaube ich, auch noch nirgendwo anders gesehen. Jetzt bei Ali oder so. Weil ich bestelle ja auch so gerne bei Ali, auch wenn es immer so lange dauert, aber es ist einfach günstig. Ja. Das sind die. Und dann habe ich noch hier diese Muscheln mit den Perlen drin bestellt. Die fand ich auch irgendwie schön. Waren jetzt nicht so günstig für 10 Stück, aber ich wollte die gerne einmal haben. Das waren die. Dann habe ich Muscheln bestellt. Und zwar so große in verschiedenen Farben, so ein bisschen. Ja, hier sind 5 Pakete drin. Ah, ich glaube 4 oder 5 Stück jeweils. Ich glaube 4 Stück waren das immer. Ja, hier zum Beispiel ist leider eine schon ganz schön kaputt gegangen. Muss ich mal gucken. Ich wollte damit Kettenanhänger machen. Ich habe auch noch ein paar andere große jetzt schon von Teddy. Ja, erstmal die Nummer. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich warte erst auf meine Ali-Bestellung, weil da noch so vieles bei ist, was ich mehrere Sachen mäßig eingießen kann. Ich habe mich echt tot gekauft da diesmal. Ich habe 4 oder 5 Bestellungen laufen mindestens. Also ja, dürfte auch bald das erste kommen. Dann habe ich hier so eine Perlen bestellt. Die haben sie jetzt auch. Finde ich sehr cool, dass sie die haben. Ich mache mal ein Töpfchen. Sind eben diese, ja, zweifarbigen, kann man so sagen, 2-3-farbigen, diese bunten. Und jetzt 3 Farben haben sie die. Die habe ich alle 3 mitbestellt in den Farben. Andere Farben habe ich jetzt dann bei Ali bestellt. Ich glaube, die Farben vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht genau. Sind so in verschiedenen Größen, so Perlen ohne Loch. Eben zum Eingießen. Ich finde die mega cool, die Teile. Das ist total meins. Ich habe die jetzt auch schon verwendet bei einer Lünette. Solche Perlen. Ja, und dann habe ich das gleiche nochmal in der Farbe. Ist echt schön. Da ist dann die Nummer dafür. Und hier die andere Nummer. Das ist eine 2, was man nicht so richtig erkennt. Ja, mit in dieser Farbe. Sind alle ein bisschen unterschiedlich. Das ist jetzt ein bisschen dunkler wie das wieder. Ja. Ist auf jeden Fall für so mehrere Teile ist das echt ideal. Es ist jetzt nicht allzu viel gewesen bei Doron Beats, aber ich finde, das reicht trotzdem, um Haul zu machen, auf jeden Fall, um euch das zu zeigen. Ich möchte euch das nicht mehr vorenthalten, was ich bestellen tue. Ich habe ja die ganze Zeit jetzt gar nichts gefilmt, habe aber trotzdem bestellt. Also das habe ich natürlich alles nicht gefilmt. Ich hoffe, das ist auch nicht so schlimm, denke ich auch mal. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr guckt auch beim nächsten Video gerne wieder rein. Also wie gesagt, das nächste wird ein sehr wahrscheinlich zumindest ein Update sein. Also ich bin fast durch. Es kann aber auch sein, dass heute noch wieder Post kommt. Von daher kann es auch sein, dass ein Haul als nächstes kommt. Das weiß ich natürlich nicht. Es kann sein, dass was kommt, aber ich glaube noch nicht dran.
Weil die Adi-Sachen sind jetzt knapp 2 Wochen gerade mal unterwegs, noch nicht ganz. Also, ja, da kommt noch nichts, denke ich. Doch ein Beats, das nächste ist gerade losgeschickt worden. Das kommt natürlich dann auch erst nächste Woche. Ja. Ich freue mich über meine Ali-Bestellung und bei den nächsten werden noch mal einige Sachen bei sein. Also da habe ich Pigmente habe ich bestellt. Die haben jetzt nachtleuchtende Pigmente, das ist mega cool. Allgemein Pigmente haben die echt viel jetzt bekommen. Ja, Formen habe ich noch wieder bestellt. Folien habe ich noch wieder einiges bestellt, das weiß ich. Ich glaube, Einleger habe ich auch noch wieder ein bisschen was mitbestellt gehabt. Ja. Ich würde mich da überraschen lassen, was ich überhaupt alles bestellt habe. Das war ein bisschen mehr wie das jetzt. Ja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Und danke, dass ihr reingeschaut habt. Tschüss, bis dann.